Hallo meine Freunde, willkommen zurück in unserem kleinen Dorf im Oktober. Heute sind wir wieder zu Hause. Wir wollen heute auf alle Fälle diesen Quest in Klonika zu Ende bringen. Jetzt müssen wir auch noch was trinken, was essen. Und dann schauen wir mal lieber nach Klonika. Und dann suchen wir uns auch die Ganoven nochmal auf. Mal schauen, wo die sind. Mal schauen, ob wir da noch jemanden finden. Denn uns war es ja abends so, dass da sich irgendwo noch jemand im Gebüsch rumschleicht. So, wir schauen aber auch nochmal hier rein. Wir haben noch ein paar Kilo frei, was wir mitnehmen können. Erstmal die Armbrust. Die werde ich vielleicht mal behalten. Ist jetzt immerhin noch 45%. Da brauche ich bloß ein paar Armbrustbolzen. Aber die haben wir noch. Oder Eisenbolzen, wie die heißen. Kupferbolzen haben wir 42. Ne, das sieht doch ganz gut aus. Würde ich sagen. Dann bewerten wir uns mal mit dieser Armbrust bewaffnen. Und da werden wir mal sehen, ob wir da im Kampf bessere Erfolge haben. So, jetzt schauen wir erstmal hier rein, was wir hier noch drin haben. Wir haben 114 einfache Säckchen. Also F. Dann nehmen wir erstmal davon die Hälfte mit. Also 57. 57 reichen denen. So, wir haben noch 12 Kilo frei. Da schauen wir mal, was wir noch mitnehmen können. Das wird nicht allzu viel sein. Da können wir hier Eisenschurscheren können wir noch mitnehmen. 11 Stück. Da sind wir immer noch unterhalb der 80 Kilo. Da haben wir nämlich immer noch 23 auf Lager. Und das reicht uns jetzt erst einmal, um noch ein bisschen Geschäft in Klonika zu machen. So, jetzt werden wir uns mit der Eisenarmbrust die legen wir uns auf der 1. Und die Kupferbolzen, die müssen wir jetzt stockeln. F. So. Kupferpfeile haben wir jetzt mal hausen. Wir haben noch Käse dabei. Da sputtern wir gleich mal ein. Oder ja, wir sind schon gesättigt. So, jetzt geht's rüber nach Klonika. Da können wir erstmal den Quest abschließen. Und dann schauen wir wirklich nochmal, ob wir noch was finden von den Banditen. Ah, das kam mir so richtig spanisch da drüben vor. So, erst einmal los. Ich weiß gar nicht, haben wir unserer Frau jetzt im Sommer schon was geschenkt? Ich weiß es gar nicht. Nicht, dass wir nochmal nach Biasturbia müssen und müssen noch ein Geschenk kaufen. Vielleicht laufen wir gleich noch mal nach Biasturbia. Da können wir nämlich, das sehen wir doch beim Geschenkehändler. Wir kaufen doch entweder Datteln oder Feigen. Und je nachdem, was da weg ist, das kann doch sein, dass ich es irgendwo, oder habe ich sowas schon einstecken. Nö. Nee. Habe ich nicht. Oh, hier haben wir noch ein paar Stöcke und einen Stachel besetzten Knüppel, den wir verkaufen können. Wir können das Salzfleisch verkaufen. Wir können hier Leder verkaufen. Oh ja, wir haben schon noch ein bisschen was, was wir in Klonika jetzt verklingeln können. So, da werden wir jetzt erstmal diesen Quest. Ich nehme mal hier meinen Wegpunkt drüber raus. Den habe ich doch in der Nacht gesetzt, damit wir uns nicht verlaufen. In der Nacht ist die Orientierung immer so schlecht. So, na dann schauen wir mal.
Wo haben wir denn? Hier? Ach, das ist doch die Schweinefrau, die ist hier am Bohrer, oder? Ja, ja. Ist das? Ja, das ist es. Da kann man auch gleich was verkaufen. Hallo? Ich habe die Materialien für deinen neuen Schweinestall dabei. Vielen Dank. Erst sehe ich einen einsamen Wolf, der nachts um den Schweinestall schleicht. Dann dieser Wind. Es ist ein Wunder, dass der Stall noch steht. Er sieht auf den ersten Blick gar nicht so schlimm aus, aber es wäre eine Schande, wenn er über deinen Schweinen zusammenbrechen würde. So long. Gut. Oh, jetzt haben wir 35.000 haben wir jetzt schon mittlerweile. Also wir werden schon langsam in eine gute Partie. So, jetzt fragen wir dich mal. Sieh, Boran, zeig mir deine Ware. Salzstangen und sowas brauchen wir nicht. Die hat 1373. Da verkaufe ich erst einmal hier die 50 mal Fleisch. So, und dann verkaufe ich dir. Du hast die Section. 57, das hast du immer noch. Schurscherben. 4 Stück. 30, 36 hat sie noch. Da können wir jetzt mal unsere Kupferpfeile verkaufen. Gut, jetzt hat sie noch 1,8 und dafür kriegst du jetzt noch. Dafür kriegst du jetzt noch ein paar Stöckchen. Wo haben wir die? Ich hatte doch gerade Stöckchen. Habe ich die jetzt rausgeräumt? Ist doch alles möglich. Gut. Ah, die hat nicht genug mit. Leb wohl, mach's gut, Mädel. Ja, ja. Die wünscht dann noch freundlich, habe good day, obwohl sie pleite ist. So, da schauen wir mal, wen wir denn hier noch als Händler haben. Hier hinten, hm? Den haben wir da hinten. Ne, Pratomila ist es nicht. Wen haben wir denn hier noch als Händler? Schauen wir mal. Also das hier, das deutliche Section, das ist Schweinefrau. Da wollen wir jetzt nicht noch mal. Aber hier muss ja einer sein. Hier muss ja einer sein. Oh, hier Brennholz, Kupfermesser, Kupfersperre. Nee, vier Mäusen aber nichts. Na, den seine Hütte fällt aber auch langsam zusammen hier. Ah, hier, Milobor, der hat doch noch. Zeig mir deine Ware. So, den verkaufen wir erstmal. Ach, das Brennholz, das kann man auch verkaufen. Das brauchen wir nicht. So, dann haben wir noch dabei 5 Eisenmesser. Wo habe ich denn die her? So. Hat er noch 500, da kriegt er noch 3 Schurscheren. Was haben wir noch? So, Kupferpfeile haben wir noch verkauft. Hat er noch 7 Geld. Leder. Ein Leder kriegt er noch. Gut. Best prices in the area. Ja, ja, die besten Preise in der Region. Ja, vergiss es. Die hab ich. So. Das müsste es jetzt... Oder haben wir hier 3 Händler? Eigentlich, wo ist denn eigentlich die Kräuterfrau? Die frage ich immer wieder, die muss doch auch irgendwo sein. Na, ist jetzt auch egal. Ist da hinten noch ein Händler? Das ist doch hier der Holzfällerstand. Nee, da händelt keiner hier.
Da ist keiner zum Handeln da, ne? Gut. Das singt, der hat gute Laune. So, gut. Wir gehen jetzt rüber zu den Banditen, wo die waren. So, wir sind jetzt mit der Armbrust ausgerüstet. Da geht hier ein Licht auf. Das ist der Quest, den wir bei uns im Dorf. Da müssen wir aber Standfackeln bauen. Da haben wir ja eigentlich das gesamte Material. Haben wir ja eigentlich. So. Wo mussten wir jetzt lang? Auf alle Fälle muss das der Weg sein. Das ist, glaube ich, hier drüben der Weg. Da müssen wir dann irgendwo. Hier lang. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Doch, das könnte der Weg sein. Hier haben wir noch eine Brücke. Mal sehen, ob er noch da liegt, der Kollege. Das sieht aber nicht danach aus. Ne, wir sind auf dem falschen Weg. Wir müssen, glaube ich, hier rüber. Wir sind ja im Prinzip... Ne, das müsste der Weg sein. Jetzt mach mich mal nicht verrückt. Wir sind von Piastovia hier lang gelaufen. Und wollten nach Klonika. Also ist das hier hüben der Weg. Entweder der oder der, das wird der Mittelsier sein. Ich lege mal jetzt einen Wegpunkt her. F. So. Jetzt müssen wir dort lang. Wenn wir dort die umgekippten Wagen finden, dann wissen wir, dass wir richtig sind. Das muss der Weg da drüben sein. So. Also, gehen wir mal hier lang. Wir werden die schon aufstöbern. Irgendwo muss da auch derjenige noch rumliegen, den man abends zuvor hier platt gemacht hat. Nee, das ist hier nicht. Also, hier rüber. Genau. Hier rüber. Wir sind doch hier am Wasser lang gelaufen und dann sind wir in den Wald rein. Also müssen wir doch. Macht mich jetzt fertig. Jetzt irre ich hier kopflos durch den Sumpf. Ohne Ziel. Aber irgendwo muss der doch sein.
der Weg. Das ist der Weg nach Klonika. Der führt nach Piastovia. Nee, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Das muss schon der Weg sein. Wir hatten ja eine lange Strecke ohne Naja, wir werden das schon finden. Wird doch nicht doch dieser Weg sein. Nee, das ist er nicht. Ich bin wirklich jetzt kopflos hier. Das muss der hier drüben gewesen sein. Wo renne ich denn wieder hin? So, jetzt setzen wir uns hier den Wegpunkt hin. Denn wir sind ja vom Wasser hochgekommen. Und dann sind wir den Weg lang. Das muss der Weg, der über diese Brücke hier geht, muss das gewesen sein. Genau. Anders kann ich mir das jetzt nicht erklären. Und hier liegt er. Hier liegt der Kollege. Den wir noch ausplündern können. Und da müssen wir uns jetzt hier mal umschauen, ob hier noch einer durchs Dickicht streift. So, wir haben dann den nächsten. Der muss auch hier irgendwo rumliegen. Der müsste ja sogar noch da liegen. Aber so weit drin waren wir nicht. Und so weit am Wasser waren wir auch nicht. Naja, gut.
Dann waren es wohl doch nur die zwei. Aber es muss doch hier irgendwo auch so ein Banditenlager sein. Na gut. Also war doch nichts weiter. Gut, aber ich dachte, dass da noch, dass ich noch Geräusche gehört habe, als ob ein Pfeil geflogen kam. Und die Wagen müssen ja auch noch irgendwo sein. Die sie als Falle ausgelegt hatten. So, dann gehen wir den Weg nochmal lang. Hier liegt der Bandit. Ah, hier hinten sind die Wagen. Alles klar. Und seht ihr's? Und hier kommt wieder die Musik. Als ob hier noch einer unterwegs ist. Und kommt wieder das Geräusch. Und er hat mich schon getroffen. Seht ihr, das ist schon das halbe Leben wieder weg. Der steckt irgendwo im Dickicht. Aber ich werde nochmal die Waffe umwechseln. Auf dem Bogen. Ach, ich habe jetzt nicht mehr so viele Pfeile, oder? Naja, ich habe noch. Denn der Pfeil, der Bogen geht irgendwie, der lädt schneller. Den legen wir auf der 1. Und wir sockeln die Kupferpfeile. So, jetzt erstmal ein bisschen breitblättrigen. Irgendwo muss der ja sein. Ah, hier ist er. Der Drecksack. Jetzt habe ich dich weg, mein Freund. Hier ist wohl nicht schön. Na, wo ist denn da der andere? Ach, der andere liegt hier hinten. Alles klar. Das waren zwei Schützen. Wusste ich's doch. Alles klar, jetzt haben wir aber alle von denen umgenietet. So, und jetzt nehmen wir den erstmal aus. Mal gucken, was er hat. Ein Apfel. Vierer hat er. Gut. Dann hat er Kupferbolzen. Na, guck an. Kupfermünzen 59. Ein stachelbesetzten Knüppel. Und dann muss er ja auch noch eine. Da hat doch eine. Ja, ist er noch. Eine 37%ige Armbrust, alles klar. Ein Schemel, sonst haben die wohl gar nichts weiter hier, oder was? Haben die keinen Lager in der Nähe? Der hier hat noch einen Pfeil drin, ne? Den gibst du mir nachher, den Kupferpfeil. Der wackelt noch mit dem Kopf hier, seht ihr das? Gut. Haben die denn kein Banditenlager gehabt?
Das müsste doch dann hier irgendwo in der Nähe sein. Oder haben die da hinten in den alten verfallenen Hütten kampiert? Gut, das hätten wir jetzt mal erledigt. Die zwei sind weg. Die sind weg vom Fenster. Jetzt können sie uns nicht mehr ärgern. Ne, die haben aber kein Lager hier irgendwo. Ne. So, und jetzt schauen wir uns nochmal den ihre Falle an, die sie uns gestellt haben. Wo die Wagen sind. Hier draußen auf dem Weg. Ne, die haben ja nichts weiter. Die haben kein Zelt, die haben ein paar Schemel, wo sie drauf gesessen haben, das war's. Gut. So, was finden wir denn hier? Kleines Bündel mit einem Apfel. Schmugglerware, Apfelwein und Kirsche. Und eine Kirsche. Gott, haben sie noch irgendwas? Nee. Das war's auch schon. Und deswegen haben die hier so einen Aufstand gemacht, die drei. Wegen dem Spittel. Hm. Den Löwenzahn nehmen wir noch mit. So, halt hier noch was. Was haben sie da? Hopfensetzlinge. Naja, kleinen ein Hopfensetzling. Nehmen wir mit. So, und jetzt schauen wir uns nochmal auf dieser Seite des Weges um, ob hier irgendwas ist. Hier ist aber auch nichts. So, alles klar. Jetzt laufen wir aber zurück nach Biastobia und schauen nochmal wegen einem Geschenk, ob wir schon ein Geschenk gekauft haben. Die lassen wir hier liegen. Die können hier vergammeln. So, jetzt schauen wir mal, wo wir sind. Wir laufen jetzt am Ufer lang. Und da schauen wir noch mal, ob wir noch was finden. Jetzt habe ich gedacht, hier kommt noch einer. Das war aber ein Hirsch. So. Ich nehme mal diesen Wegpunkt jetzt hier raus. Ja. Setzen wir uns noch mal einen Wegpunkt hier hin. So, jetzt müssen wir bloß noch mal aufpassen, nicht dass hier wieder irgendwelches unangenehmes Getier rumrennt. Bis jetzt kam noch nichts, dass hier irgendein Jagdgebiet von den gefährlichen Tieren ist. So, hier vorne ist der Brick. Was war denn das jetzt? Haben wir jetzt einen Fuchs auf den Schwanz getreten oder was? Keine Ahnung. Gut. Jetzt sprechen wir noch mal mit dem Geschenkehändler. Mal sehen, ob der... Wir können ja noch eins mitnehmen. Wenn wir der das geben wollen und die sagt, dass es das Vorhergehende noch nicht verkauft hat. 17.58 Uhr. Da müsste noch... Die sind schon alle fort. Hier ist er. How are you? Zeig mir deine Ware. So, da schauen wir doch mal. Getrocknete Datteln. Also, wir haben da schon noch was. Wir haben schon was gekauft, aber wenn ich jetzt einmal hier bin, dann nehme ich die auch noch mit. F, wir haben gutes Geschäft gemacht. Leb wohl, mein Freund. Gut, also, auf nach Hause. Unsere Frau wartet. Halt, andere Richtung, hier lang müssen wir. Ich habe keine Lust, nochmal beim Setubin zu schlafen. Der Quartiermeister ist was? Keine Ahnung. So, in der nächsten Folge, meine Freunde, ich laufe jetzt hier nach Hause und ich verabschiede mich schon mal bei euch. In der nächsten Folge werden wir dann unseren Quest bei uns im Dorf erfüllen. Das heißt, wir werden die Standfackeln bauen vor der Häuser
Da werden wir, glaube ich, 3 oder 4 müssen wir da aufstellen. Werden wir sehen. Kommt drauf an, wie viel Material wir haben. So, und na, dann ist ja der Sommer schon fast wieder Geschichte. Alles klar, meine Freunde. Ich schlitz jetzt nach Hause und wir sehen uns nächste Folge wieder. Wir haben auf alle Fälle heute den Banditen den Gar ausgemacht. Alles klar. Ich sag dann mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.